Hallo, ihr Hübschen. Ja, ihr seid alle hübsch, finde ich. Auch die Männer. So, erstens dazu. Zweitens möchte ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bei ganz, ganz vielen Menschen bedanken, die mich jetzt irgendwie in der letzten Zeit begleitet haben und denen ich einfach irgendwie was per E-Mail oder sonst wo zugesandt habe, weil ich, ja, außer mir war, glaube ich. Ich war ganz außer mir. So, ich bin sozusagen in ein kleines altes Muster gefallen. So, irgendwie Kindheitsmuster, kann man sagen. Weil es vielleicht auch etwas zu viel war mit dem, was ich hier betrieben habe, mit meinen Ausmisten, Ausräumen, Verkaufen, Verschenken, Verwerfen, wie auch immer. Weil nämlich bei jede Sache, die ich dann gerade mal ausgeräumt habe und vielleicht auch gerade schnell oder wirklich, da hatte ich dann Gefühl, das muss jetzt ganz schnell verkauft oder verschenkt oder weggeworfen werden, kam mir aber immer dabei, wenn ich sowas zum Beispiel, ich sage jetzt mal Beispiel, das in der Hand halte, kommen dabei auch Gefühle hoch, ja, und oder Erinnerungen, so wie, wovon hatte ich diese Decke? Wann und wo habe ich sie gekauft? Habe ich sie zum Beispiel auch geschenkt bekommen? Ist sie überhaupt noch wertvoll für mich? Wärmt sie mich noch genug? Und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nur ein Teil von ganz vielen, weil es gibt ja auch noch andere Sachen wie Kleidungsstücke, CDs, Zeitschriften, Bücher, was auch immer. Da kann ich auch noch dazu sagen, ein Buch, was ich dann auch wieder in der Hand hatte und gedacht habe, ich wollte das vor Monaten schon weg. Also, schnell raus, alles weg, ne? Das habe ich dann in der Hand gehalten, habe es mir angeguckt und habe mir gedacht, nicht gedacht, das kam so über mir. Es kam so über mir und ich habe gedacht, ja, das hat natürlich auch alles aufgehalten ein bisschen, mich natürlich auch und das andere Innere natürlich auch für mich so. Weil ich, vordem ich das Buch in der Hand hatte, ja, oder überhaupt die anderen Sachen oder zwischendurch, habe ich einfach aufgehört zu essen und zu trinken. Wirklich, ich habe mich regelrecht so in einen kleinen Wahn oder in so einen kleinen Rückschlag geschoben, weil ich so verspürt habe, wirklich bei diesen kleinen Leben, die jetzt weniger für mich hier sind oder überhaupt die halt sozusagen vor mir gegangen sind, aber die bei mir waren, hatte ich diesen Gedanken, warum bin ich noch hier, weshalb darf ich noch leben, wieso seid ihr gegangen? Und eigentlich war ich so weit, dass ich das abgeklärt habe für mich und mit mir und auch darüber schon etwas geschrieben habe, auch Briefe an diesen kleinen beiden Seelen, ich nenne sie jetzt mal Seelen, denn ja, für mich waren sie da und werden immer in meinem Herzen bleiben. Und ich hatte dann einfach gedacht oder so verspürt, ich gehe jetzt einfach. Ich wollte einfach auch zu diesen beiden kleinen Seelen und sagen, jetzt ist Schluss, ich habe doch alles erreicht. So, das kam dann auch über mir. Ich habe darüber nachgedacht, was ich alles schon gemacht habe, was ich schon alles erreicht habe für mich. Und also Beispiele so arbeitsmäßig oder Wünsche, die ich mir halt in den letzten Jahren erfüllt habe, die aber natürlich auch Zeit gebraucht haben. Der ein oder andere Wunsch, der ist nicht gerade von heute auf morgen gekommen, sondern also die Wunscherfüllung, sage ich auch, der Wunsch natürlich auch, aber die Wunscherfüllung, dass ich gedacht habe, naja, jetzt ist alles okay, ich habe alles erlebt, es ist fertig, jetzt können wir gehen. So kam mir das und wirklich, das war so. Und ich denke auch, dass es richtig so war und dass auch es richtig war, dass die eine und andere oder der andere oder die andere, also die Personen, die sich halt bei mir gemeldet haben, dass es auch richtig so war und so ist. Und ich danke euch wirklich, danke euch von Herzen auch wirklich, also
ich bin jetzt, glaube ich, auch wieder bei mir, sag ich mal. Denn, ach ja, und das eine Buch, was ich dann noch sagen wollte zu dem einen Buch, was ich dann auch in der Hand hatte, was ich auch so wegschmeißen wollte und wo ich dann immer gedacht habe, was will dieses Buch noch von mir oder überhaupt, ich habe nur von dem Buch geredet, nicht von der Autorin, die mir auch schon am Herzen lag, als ich klein war. Also eigentlich klein, ich war dann eigentlich auch schon groß, ne? Also ich meine jetzt jünger. Da war ich halt noch im Kinder-Jugendalter, sag ich mal. Das stimmt ja auch. Und dann hatte ich halt so ein Gespür, so ein Verspürungsgespür und habe einfach angefangen zu lesen in dem Moment, wo ich noch an dem Tag auch noch weniger noch weniger getrunken und noch nichts gegessen habe. Ich habe angefangen zu lesen, aber ich habe auch dieses Buch weniger leise gelesen, sondern ich habe es mir richtig vorgelesen und habe dabei gedacht, aha, okay, einfach genial, ist wunderbar, passt alles, passt wunderbar. Und das Beste war dann auch, wo ich dann so schön im Lesen war, so im Lesestrom und dann, ich weiß ja auch einiges darüber, über dieses Thema, was da geschrieben wird. Aber ich habe mir jetzt die letzten Tage, Monate, vielleicht auch Jahre, weniger darüber den Kopf gemacht oder besser gesagt einen Gedanke gemacht, so dass ich dann einfach das Buch angefangen habe und weitergelesen. Und ich wollte es auch wirklich irgendwie an dem Tag sogar zu Ende lesen, aber ich wurde dann zwischendurch unterbrochen und natürlich hat man ja dann auch irgendwann doch so ein Hungergefühl. Und ich habe auch gegessen dann und ich habe getrunken. Und es wurde dann immer besser und immer weiter habe ich dann gelesen. Und beim Weiterlesen kam dann auch immer so, ich habe da gerade dran gedacht und dann stand das da im Buch. Und ich habe gedacht, Halleluja, alles klar, wunderbar, noch schöner kann es nicht werden. Oder doch. Und ich habe richtig Spaß daran. Das Buch habe ich bisher noch nicht ganz durchgelesen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich darüber eine Rezension schreiben werde. Wie ich das formulieren werde oder wie auch immer und wie lange ich dafür benötige, das kann ich genauso wenig sagen, wie ich das Buch jetzt bis zu Ende lesen kann, werde, wie auch immer. Aber ich habe da so ein paar Gedanken in mir, die ich gerne aufschreiben möchte für dieses Buch, weil es sehr für mich wertvoll finde und auch sehr, einfach wundervoll geschrieben irgendwie. Und das Beste finde ich auch, sie hat sich echt einen Kopf gemacht, besser gesagt, sie hat sich auf den Weg gemacht, diese Autorin, sich da die ganzen Sachen so durchzuhaken sozusagen, durchzugraben oder wie auch immer und so schön zu formulieren. Aber was für ein Buch ich denn hier spreche, werde ich euch dann in irgendein anderes Video erzählen und wenn ich die Rezension sozusagen verfasst habe, denn Es ist ja auch nur mein Gefühl jetzt daran, dass ich so einen Spaß daran habe, dieses Buch zu lesen. Der eine oder andere würde jetzt sagen, das ist vielleicht doch nicht mein Thema oder vielleicht kommt es doch nochmal hoch und es ist sein Thema. Das ist jedem selbst überlassen, wie ich das immer sage. Und so viel dazu und ich habe richtig Spaß und Freude daran, nicht nur an dem Buch, sondern wie gesagt, Dankeschön an die Leute, die jetzt so die ganze Zeit da waren oder auch noch da sind sowieso und sich gemeldet haben in irgendeiner Weise auch immer. Und und die eine und der andere, ich habe es ja auch dann gesagt, ihr habt recht, stimmt ja auch, was ihr daraus genommen habt, was ich gesagt, geschrieben oder gemacht habe. Und ich bin mir, denke ich, jetzt auch wieder mal im Klaren, denn ich werde jetzt einfach weitermachen. So wie einer mir geschrieben hat unter einem Video, wir machen einfach weiter heiter. Ja, die Queen ist wieder da, nein, überhaupt. Ich bin Anja und ich liebe mich. Oh ja, ich hab mich gern, genauso wie euch alle da draußen. Dankeschön. Wiedersehen. Schöne Zeit noch und lasst euch gut gehen.